uns im Niemandiesee. Wir tauchen ein in die Spiele. Hallihallöchen und Happy Halloween! Willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Halloween-Special. Heute gibt es ein paar Spiele, die sich rund um Halloween drehen oder ja ein Halloween-Add-on oder Accessoires haben. Und wir beginnen heute den Halloween-Tag mit Taxi Life. Und da haben wir wunderbare Liveries bekommen zum Thema Halloween. Und wir werden heute mit diesem giftgrünen Geisterwagen fahren. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow oder auch Daumen nach oben droppen. Ne? Gerne auch einen Kommentar. Ne? Freut mich auch immer. Ne? Liebe, Leute, Liebe. Gut, da würde ich sagen, nicht lang schnacken, Koppelnacken. Wir suchen uns schon mal die erste Tour des Tages aus. Wir fangen mal ganz easy an hier. Schwierigkeitsgrad normal, Länge mittel. Machen wir. So, dann machen wir uns mal fahrbereit. Kiste mal anschmeißen hier. Guck mal, sieht das nicht lecker aus hier drin? Richtig schön, ne? So, Motor müssen wir noch anschmeißen. So, bevor es losgeht hier. Und ich glaube, damit wären wir dann bereit. Die Kameraeinstellung ist sehr merkwürdig, wenn man aus der Garage rauskommt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt nochmal die grüne Unterbodenbeleuchtung dazu genommen. Das wird gleich nochmal eine Runde spookiger. Jetzt sehe ich gerade, vielleicht sollte man Licht anmachen. Das wäre mal eine Initiative. Halten wir ganz kurz hier an der Kreuzung an. Ne, nicht vergessen hier. Scheinwerfer. Obere Scheinwerfer. Was? Untere Scheinwerfer? Hallo? An. Okay. So. Jetzt wird ein Schuh draus. Abfahrt. Ja, bei Nacht ist es hier noch ein bisschen, gerade in den Gassen, deutlich dunkler. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Gerade mit den Fußgängern hier in den Gassen, ne? Das ist ja Hölle. Wer sich übrigens dieses Add-on noch kurzfristig ziehen möchte, das Halloween-Add-on mit 3 Skins und Accessoires für Halloween, ups, das gibt es für 2,99 im PlayStation Store. Ich denke mal, das wird bei Xbox jetzt auch nicht so viel anders sein oder bei Steam. Das dürfte ungefähr vom Preis her gleich sein. Oh Mann, ich hoffe, ich semmel hier nicht dagegen irgendwo. Ja, so ein bisschen Restlicht haben wir noch gerade, sehe ich gerade. Ja, der hat wenigstens Leuchtstreifen hier an seinem Jogger, ne? Vorbildlich, vorbildlich. So brauchen wir das, so wollen wir das haben. Ja, yeah. Jetzt mal warten hier. Ist ja eine Fußgängerpest heute. An Halloween sind sie natürlich alle auf den Beinen. Hier, Süßes und Saures und so, ne? So, und da können wir gleich unseren ersten Fahrgast aufpicken. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da keinen Fußgänger umnieten. Ist gleich hinter dem Zebrastreifen, das ist ein bisschen ungünstig. So, willkommen zur Horrorfahrt. Bei mir ist es eigentlich immer, aber. Hey there. Ja, noch hat sie gute Laune. Mal sehen, wie lange noch. Schauen wir mal. So, ich will heute auch mal versuchen, ein bisschen in der Ego-Perspektive zu fahren, damit ihr natürlich auch das wunderschöne Halloween-Layout hier seht. Aber nachts strahlt das richtig, ne? Das ist richtig klasse. Kennt ihr noch diese Neongeister, die man in den 80er Jahren
sich so hinstellen konnte, gab es ab und zu auch mal zusammen mit so einem Seifenspender, keine Ahnung, die in der Nacht geleuchtet haben. Das war genau dieses Grün wie dieses Skelett hier rechts auf unserem Pult hier rechts. Denkt ihr, mir fällt das Wort jetzt ein? Auf der Ablage, so. Kann ich kein Deutsch mehr oder was? Das war jetzt knapp. Der Fußgänger kann sich wirklich bedanken. Den hätten wir jetzt fast gleich mit auf die Reise genommen, den Kollegen. So, vor uns ein Barcelona-Taxi in Originallackierung, wie ich gerade sehe. Die haben diese klassische schwarz-orange Bemalung, Lackierung. Also von innen raus ist schon cool, aber wie gesagt, durch die hakelige Störung ist es nicht immer ganz so einfach. Nicht ärgern oder wundern, wenn ich da zwischendurch dann auch spontan mal wieder wechsle auf die Außenansicht, weil es einfach besser zu sehen ist. Und vor allem diese wunderschön leuchtend giftgrüne Lackierung, die muss man ja auch ab und zu mal wieder im Bild haben. Ne? Boah, diese ganzen Hoppel hier. Ups, und der nächste Fußgänger. Fußgänger gleich Verkehrsbehinderung, ne? Ihr kennt das. So wie ihr seht am Kontostand, ich habe mich so wieder ein bisschen erholt von meinen Halloween-Einkäufen, um die Fahrzeuge Halloween fit zu machen. Meine Fahrer sind auch sehr fleißig gefahren, wieder erwarten, haben auch gut in die Kasse gespült. Das ist gut, weil dann können wir schon recht bald den dritten Fahrer arrangieren, war jetzt grün, ja. Den dritten Fahrer arrangieren, ja, und dann geht's mal so richtig mal so ins Eingemachte hier, ne? Ja, jetzt fahr zu da, Kollege. Jünger wird das Gericht nicht mehr. Oh, Kerle. Wie im richtigen Leben, ne? Also einige sind dabei, du, da kannst du dir sagen, wirklich aus dem Leben gegriffen. So, noch einen guten Kilometer hier für die Dame. War doch eine Dame, oder? Ja, ich glaube ja. Nur ziemlich schweigsam unser Fahrgast dafür, dass Halloween ist. Ne, da hat man ja auch So, irgendwie. Ah, how are doch! you enjoying driving around Barcelona? Oh, I'm loving it. There's just so Ja, ich much to liebe es, see and natürlich explore. liebe ich es. What makes driving here so special for you? Definitely the people. I love learning about their experiences in this city. What's your favorite part of the city to drive in? Ja, die Altstadt Definitely the natürlich. old town. There's so much history and character there. Obwohl Oh, das I alles love it 30er-Zone too. ist. Das sagen wir aber jetzt nicht. So, nachts ist natürlich ziemlich dunkel, aber es ist dafür deutlich leerer auf den Straßen, weniger Stau. Hat natürlich auch was für sich. Allerdings, wie gesagt, ich muss hier deutlich mehr aufpassen. Ups. Einmal nicken, bitte. Also heute macht es richtig Spaß, in der Ego-Perspektive zu fahren. Es geht relativ gut, ausnahmsweise. Das muss man ja glatt mal ausnutzen hier. So, da hinten ist schon die Abladestelle, wollte ich fast sagen. Oh, wir sind in der Einbahnstraße. Das ist, Upsi. Können wir den irgendwie vorbeilassen? Warte.
Can you please drive more responsibly? Ich könnte, aber ich will nicht. Hey, es ist Halloween. Und ich bin Ihr Fahrer des Grauens heute. I think I'll take my chances walking next time. Was jammerst du? Du bist ein ganzes Stück früher zu Hause. See you. Wie man's macht, ist es verkehrt, ne? Trotzdem 5 Sterne. Und Trinkgeld. Also, die soll sich mal nicht so haben, oder? Himmel. Wir müssen nur sehen, dass wir jetzt mal hier irgendwo wenden, weil das geht natürlich wirklich nicht. Wo sie recht hat, hat sie recht. Also ein bisschen Abenteuerlust muss man auch mal haben, ne? Gerade an Halloween, hallo. Ich war der buchstäbliche Geisterfahrer. Ups. Ja, ich mache meinen Namen heute alle Ehre hier als Horrorfahrer. So. Weiter geht's. So einen Blicker nicht raus? So what? Das ist hier so eine Stelle. Ist immer gleich. Da spinnt das Navi. Er weiß nicht wirklich, ob er dich nach links oder rechts schicken soll. Ihr habt das eben gerade gesehen. Auf dem Navi dieses Rumgeknickel. Linke Spur, rechte Spur, linke Spur. Guck mir, also ganz komisch. Barcelona! So, jetzt ist es langsam so richtig dunkel, so richtig kuschelig hier in meiner neonleuchtenden Karre. Das Skelett leuchtet uns den Weg. Aber ich muss sagen, der läuft eigentlich recht ruhig, ne? Wenn man drin sitzt, sehr angenehm. Ups, ich glaube, ich sollte mich hier drüben mal einordnen. Besser ist das. Sie wollen Horror, Sie wollen Halloween, steigen Sie ein. Da kriegen Sie das volle Programm. Zwar keine Mumien, Monster, Mutationen, aber Geisterfahrer. Das ist doch was. Schnell rüber, bevor die da rüber wollen. Ich traue den Fußgängern hier überhaupt nicht. Es ist immer noch so, dass sie sehr oft am Zebrastreifen über die Straße laufen und gleich auf der Hacke kehrt machen und dir gleich wieder vors Auto rennen. Einfach wunderbar. Und vor allem sehr abenteuerlich. So, wir kommen jetzt an der Sehenswürdigkeit vorbei. Hatten wir die schon? Warte mal. Dann nehmen wir die doch gleich mit. Ist es das hier? Warte mal. Ja, die Kirche des heiligen Jakobs. Amen. Eingesackt. Nehmen wir doch gleich mal mit hier den Bims. So, jetzt müssen wir aber gleich da sein hier, bei unserem Fahrgast.
schon wieder rot. Das hat mir gerade so schönen Lauf hier. Ah, da vorne. So, et voilà. Was ist denn jetzt los? Eieieiei, hier glitscht es wieder fröhlich vor sich hin. So, 2,5 Kilometer ist jetzt nicht so die lange Strecke. Die Altstadt finde ich schon sehr cool und ist optisch auch richtig geil gemacht. Bloß natürlich sehr enge Gassen und vor allem die Fußgänger, ne? Junge, Junge. Also mittlerweile finde ich das auch bei Nacht sehr reizvoll zu fahren. Wirkt komplett anders. Bei den Kurven muss ich jetzt richtig aufpassen hier in der Ansicht. Junge, Junge. Also ihr habt schon selber gemerkt, ne? Ich habe es ein paar Mal so richtig gerissen. Mehr oder weniger. So, jetzt sind wir wieder an dieser Stelle. Genau, da seht ihr jetzt das Navi wieder. Da spinnt es wieder. Weiß nicht, nach links, rechts, oben oder unten. Wenigstens wissen wir es, ne? Oh, den Kollegen haben wir aber richtig gut geschnitten jetzt gerade. Junge, Junge, Junge. Der Kollege musste natürlich jetzt nicht bremsen, der ist schön durchgedüst jetzt hier, aber was hilft's? Ich klemme mich mal hinter den Kollegen hier. Ja, Junge, da vorne ist grün, nicht rot. Himmel. Vor dir grün, hinter dir grün, super grün. Da fährt man doch einfach. Junge. Ich weiß nicht, ob das so normal ist in Barcelona. Ich hoffe nicht. Wir ordnen uns mal so ein bisschen rechts ein, weil ich habe das Gefühl, hier geht es gleich rechts ab. Ach komm. Echt jetzt? Mann, 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 die machen mich porös hier. Ja, komm, was soll denn das da? Seid ihr des Wahnsinns, des Lebens überdrüssig hier? Die NPCs. Oha, hier schon wieder ein Unfall. Oh, das ist richtig schön entspannt fahren hier nachts in Barcelona. Das müssen wir echt mehr öfter machen. Annähernd stressfrei hier. Fast. Wenn du nicht ein paar verstrahlte NPCs hier rumfahren hast. Ein paar sind immer dabei, ne? Ist klar.
So, sonst sehen wir nämlich die Ampel hier nicht. Die ist tatsächlich leider aus der Innenansicht sehr schlecht zu sehen. Ja, Glück gehabt. Durchgerauscht. Na? Oh, komm. Hätte ich doch zwischendurch gar nicht abbremsen brauchen, Mensch. So, da sind wir. Ich gehe mal kurz hier in die Außenansicht. Das ist nämlich zum Einparken dann doch besser. So, gnädige Frau, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt. So, mittlerweile schon Level 15 übrigens. Also wir arbeiten uns so langsam wieder an den Stand ran, den wir damals auf der Xbox hatten. So, wir haben eine leichte, aber lange Fahrt. Warum auch nicht? Nehmen wir. Selbstverständlich nehmen wir die. So, wie üblich kann ich leider das Radio nicht anmachen, sonst gibt es gleich wieder was an die Backen hier wegen Urheberrechten und so. Das Thema fange ich hier gar nicht erst an. Ne, also wenn ihr ein bisschen musikalische Untermalung haben wollt, vielleicht so ein bisschen auch im Halloween-Style, dann gerne mal hier auf Spotify zugreifen. Könnt ihr ja schön im Hintergrund laufen lassen. Oh, die Kollegen von der Polizei, da sind wir mal vorsichtig hier. Fahren wir mal so ein bisschen vorbildlich. Aber nicht übertreiben. Ja, die Polizei als Oberkriecher, das ist natürlich geil. Ein Vorbild für uns alle. Jung, 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 jung. Ah, ich hab sowas geahnt. Ich hab sowas geahnt. Gott sei Dank habe ich es geahnt, sonst wären wir ja nämlich mitten drauf gefahren. Er fährt aber hier mutig weit ran an die Ampel. Hast du Angst vor mir hier, Kollege? Dass ich dir die Stoßstange knutsche oder wie? Also sollte ich was in meiner Audiobibliothek finden, was lizenzfrei ist, werde ich es vielleicht unterlegen hier für die Fahrten. Müssen wir mal gucken, ansonsten ja, eben halt nicht. Also zwei, drei Songs sind immer leicht gefunden, aber so für eine Stunde und ich will das nicht in Dauerschleife spielen, das ist ja auch Blödsinn. Ja, was machst du hier? Ehrenamtlichen Stauführer oder was? Junge, 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 Junge. Geht hier wieder gut ab. Schon wieder Puls hier. Ah, das ist diese gefährliche Stelle mit diesen ganzen Stäben. Ah, oh, die finde ich so widerlich. Ja, was hupen es? So alles gut. Ich bin schneller von der Kreuzung weg als der Nachbar, oder? Hat die Nachbarn gehupt? Hoffe ich doch, in seinem Interesse. Oh, du hast hier 70 fahren, aber Junge, gleich wieder rot, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Bloß, dass du nicht ausfahren kannst, die 70, ne? Junge, Junge.
Da macht 70 überhaupt keinen Sinn, wenn du nicht irgendwie eine grüne Welle oder irgend sowas hast. Ich weiß es gar nicht. Gibt es das in Deutschland noch so Ampelanlagen mit grüner Welle, wo du bei einer bestimmten Geschwindigkeit also ja grün durchkommst durch alle Kreuzungen? Also ich weiß, dass es das früher gab. Wie das heute ist, weiß ich gar nicht. Das war aber eine coole Sache. Und da hat sich die Geschwindigkeit automatisch geregelt, ne? Weil wenn du zu schnell oder zu langsam gefahren bist, dann bist du sowieso nicht durchgekommen. Bist immer irgendwie von der roten Ampel gelandet. Und wenn du dich an die Geschwindigkeit gehalten hast, dann konntest du grün durchfahren. Und das ist doch eine geile Idee. Eine rote Ampel nach drei anderen. Jetzt ist wieder grün, das war mir klar. Das war mir sowas von klar. Also die Unterbodenbeleuchtung kommt schon cool, ne? Das ist. Junge, Junge. Ups, egal, durch. Achtung, ich habe mich verfahren. Ich komme zurück. So, jetzt müssen wir es aber auch gleich haben hier. Da rechts ist ein Blitzer, aber wir sind außerhalb der Gefahrenzone. Wir sind hier wunderbar und optimal in der Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, wird es jetzt leicht neblig? Das würde jetzt passen zu Halloween. Also mir fehlt auch hier, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind so Kleinigkeiten, ne? Das ist immer Jammern auf hohem Niveau. Aber hier fehlen mir so ein bisschen, ja, Wetter, so dynamisches Wetter, ne? Vielleicht sogar Jahreszeiten, sofern vorhanden in Barcelona, ne? Dann wäre es fast perfekt. Also die meisten Fehler haben sie ja mehr oder weniger rausgepitcht, was ich sehr gut finde. Hat auch lange genug gedauert. Ja, ihr wisst alle, wer das Spiel hat, weiß, wovon ich rede. Ne? Das war schon eine lange Leidensgeschichte hier, bis es dann endlich gut wurde. Ja, also richtig gut. Jetzt ist es überlegt. Okay, dann fahren wir weiter. Besser als vor den Wagen, sage ich immer. Ne? Ach, das ist doch diese St. Jakobi-Kirche, ne? Wo wir den Punkt gesammelt haben. Das war aber jetzt eine lange Anfahrt zum Kunden hier, Junge. So, was haben wir hier denn? Warte mal. Noch eine Kirche. Also, an Kirchen mangelt es hier nicht. Ja? Also, wenn Sie was haben, dann sind es Kirchen hier. Ich muss mir mal die Ansicht hier wieder anrücken. So. Jetzt können wir wieder Gas geben. Oh, ist eine lange Fahrt. 4,5 Kilometer. Was man die mal so lang nennt hier im Spiel, ne? Boah. Junge. Rodrigo Padilla. Oder Paella, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, ob das D mitgesprochen wird. Ich bin kein Spanier.
Ja, wir sehen schon, unser Konto füllt sich fleißig weiter hier. So kann es bleiben. Ich hoffe, dass wir die lange Tour hier jetzt einigermaßen fehlerfrei durchkriegen. Dann gibt es noch mal einen angenehmen Geldregen obendrauf. Und ab 6.000 aufwärts kriegt man auch ein paar vernünftige neue Fahrzeuge. Ja gut, ein bisschen mehr Geld werden wir brauchen, weil wir brauchen ja auch noch Kohle für den Fahrer, ne? Ist klar. Beziehungsweise die Fahrzeuge, die vorhanden sind, will man dann ja auch irgendwann mal nachrüsten. Meins vor allen Dingen. Was? Unternehmensfinanzbericht wurde aktualisiert. Das finde ich doch schön. Da können wir ja später mal reinschauen. Das ist nachts schön hier in dem Kreisverkehr, ne? Du hast nicht so viele Deppen, die da kreuz und quer durchfahren. Das ist schon sehr angenehm. Sowieso einer meiner Lieblingsstreckenabschnitte. Hier darfst du schön mit 70 langdübeln. Und nachts klappt das sogar mal. So, wir haben noch etwas über 2 Kilometer Strecke. Ja, gut, Fahrstrecke 3 sehe ich gerade auf dem Navi. Das andere ist natürlich Luftlinie, was wir hier im Bildschirm sehen. Ah, da wollen wir nicht lang. Na gut, dann müssen wir hier hinter dem Transporter bleiben. Aber größtenteils heute merkwürdigerweise sehr schweigsam hier unsere Fahrgäste. Könnt ihr mir doch mal eine nette Gruselgeschichte erzählen, um die Zeit zu vertreiben? Ist doch Halloween. Ich finde es immer ganz gut, wenn die sich unterhalten. Ich weiß, einige sind genervt, aber durch die Unterhaltung kann man eben halt einiges rausreißen, wenn man einen Fahrfehler gemacht hat oder sogar Unfall und die Geduld des Fahrgastes ist dann so ein bisschen angestiegen. Dann kann man die ganz locker mit einem netten Gespräch wieder runterholen und dann ist der Geduldsbalken auch wieder voll und ihr müsst euch bei der Fahrt nicht stressen. Deshalb finde ich die gar nicht so doof, die Gespräche. Es sind auch mal eine kleine Abwechslung bei der Fahrt. Ja, ich weiß. Irgendwann wiederholen sie sich mal, aber das, wo ist das nicht so, ne? Mein Gott. Aber immerhin sind sie für etwas gut. So, vor uns rechts ein Barcelona-Kollege in Originallackierung wieder. Ja, die Konkurrenz ist hart in Barcelona. So, ich muss mich aber trotzdem jetzt hinter den Kollegen mal setzen, weil ich sehe gerade, wir müssen gleich rechts abbiegen. Uah, Kollege, bist du am Steuer eingeschlafen? Hast du einen Schlaganfall oder was ist los? Junge, was ist denn da passiert mit dem Kollegen? Ja, toll, jetzt sieht man die Ampel wieder nicht. Er zieht vor mir noch rüber, um abzubiegen. Das ist abenteuerlich. Oh, schon wieder. Du kommst gar nicht mal richtig zum Gas geben, ne? Sowas finde ich immer so ein bisschen deprimierend. Wie gesagt, so eine grüne Welle, das wäre hier genau auf so einer Strecke sinnvoll.
Und wieder. Leute, das ist ein bisschen anstrengend hier. Junge, Junge. Ach so, wir müssen hier rechts rüber. Ja, jetzt ziehe ich über auch mal über eine Spur rüber. Wenn die anderen das können, kann ich das schon lange. Ich bin mal so frei. So, hat das mir einen Kilometer noch? Und wieder zack, was im Bild, dass ich die Ampel nicht sehe. Die wollen mich doch verkohlen hier, oder? Oh, da vorne ist schon wieder eine Unfallstelle. Mal vorsichtig dran vorbei hier. Er winkt schon nett, das finde ich sehr freundlich. Danke, 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 danke. Eieieiei, oh, Massencrash hier. Also das finde ich schon cool, also dass sie hier so Baustellen, Unfälle, solche Sachen, ne? Ist schon, ne? Das hat schon was. So, hier sieht man wenigstens die Ampel. Wunderbar. So, noch ein, zwei Blocks, dann sollten wir eigentlich da sein. Ah, schön auf deiner Seite bleiben, Kollege. Das haben wir aber jetzt wieder so einen Bogen. Das ist das einzig Blöde in der Altstadt von Barcelona. Du musst teilweise einen richtigen Bogen fahren. Luftlinie sind das, was weiß ich, 100 Meter, fährst aber einen halben Kilometer. Weil es Einbahnstraßen sind oder irgendwas in der Art. Ihr seht das auch auf dem Navi, ne? Zielpunkt links hier, ne? Wir sind fast parallel dazu. Ja, gerade eben noch gesehen hier. Sind wir fast durchgeknallt hier durch die Ampel. Wäre uns auch nicht gut bekommen, weil da ausgerechnet jetzt wäre ein Fahrzeug gekommen. Da hatten wir jetzt Glück. So, ja, noch einmal um den Block. Und dann können wir den Kollegen hier abliefern. Eigentlich wollte ich jetzt hier in die Außenansicht, aber hier ging es gerade so gut. So, dann lass mal sehen. Da sind doch wieder Kohlen reingekommen. Oh, guck mal hier, großzügig. 830,22. Da freut sich die Kasse. Das heißt, wir haben jetzt schon über 6.000. Wir könnten theoretisch, mache ich jetzt aber noch nicht, ein Fahrzeug schon wieder kaufen, beziehungsweise Fahrer einstellen. Aber ne, natürlich werden wir vorher erstmal einen Puffer anfahren. Jetzt fahren wir erstmal zur nächsten Garage. Zack. Habe ich Bremse noch drin? Nee. Sehr schön. Das hat richtig Spaß gemacht, heute mal so richtig hier in der Ego-Perspektive fahren. Hatte ich vielleicht immer das falsche Fahrzeug dafür? Also hier mit dem Standardfahrzeug geht es eigentlich recht wunderbar, kann man sagen jetzt. Man muss aber eben halt aufpassen wie Hulle, ne? Weil natürlich von außen siehst du Fußgänger, die da ja, ganz nonchalant von der Seite kommen, besser als hier im Fahrzeug. Aber ja, das Risiko muss man mal eingehen, ne?
Kostet ja hier nur 50 Credits. Wenn man überlegt, wie viele das gekostet hat beim, sag mal, beim Bussimulator zum Beispiel. Das hat richtig Geld gekostet, das hat richtig wehgetan. Hier sind es gerade mal 50 Credits, das ist nix, ja, das ist Portokasse. Ach, schön, wie wir so nachts durch Barcelona fliegen. Der wilde Ritt des Geistertaxis. So, eine Ecke noch. Und wie auf Kommando wird grün, das finde ich gut. Weg da. Weg. So, und da sind wir doch auch schon. Sind wir drin? Warte mal. Mach ich mal einen Bremsrennen. Sind wir nicht ganz drin? Warte mal. Dann korrigieren wir kurz. Schön zärtlich. Jawohl, Bremserin. Passt. So, Zeit mal einen verträumten Blick auf die Finanzen und den Stand zu werfen. Nebenbei sehe ich, Tank ist schon halb leer. Das machen wir mal ganz schnell korrigieren. So, sehr schön. Oh, wir haben wieder einen Fähigkeitenpunkt. Ihr seht, ich habe hier schon in der Zwischenzeit wieder fleißig aufgebaut. Ich spare gerade noch ein bisschen. Den Punkt wollte ich eigentlich aufbewahren. Als nächstes wollte ich eigentlich den Trinkgeldmeister nehmen. Und ja, der kostet auch hier schon zwei. Wartung, Putzlappen. Was? Putzlappenschwinger. Die Karosserie verschmutzt nicht so leicht. Ja, komm. Beim nächsten Mal kriegen wir eh, glaube ich, zwei Fähigkeitspunkte schon mal. Kann man investieren. So, schauen wir mal in die Statistiken. Das sieht gut aus. Ich würde jetzt eigentlich gerne in die Verwaltung schauen. Jawohl. So, meine beiden Fahrer sind momentan außer Dienst. Die haben ihre Schicht 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends. Da fahre ich aktuell meistens auch, weil ne, zu dritt verdient sich's einfach besser. Ne? Ist klar. Ja, dann schauen wir mal hier. Ja, hier bieten sich schon mal wieder ein paar Leute an. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht. So, schauen wir mal Finanzen. Das ist natürlich ein Bild, das wir immer gerne sehen, wenn der Umsatz und das Einkommen in der Statistik der Pfeil nach oben geht. Das sieht sehr gut aus. Ja, Kosten hatten wir einige, ne? Fahrzeuge, jetzt hier das Halloween-Layout und den ganzen Bums. Hat uns Geld gekostet, ja, ne? Aber hier, der Gewinn. Er steigt langsam wieder. Ne? Langsam, aber konstant. Wunderbar. So, Freunde, das war unser kleines, aber feines Halloween-Special zu Taxi Life. Ne? Heute im Laufe des Tages bzw. des Abends kommt noch das ein oder andere Gaming-Video zum Thema, sage ich jetzt mal so. Würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch Happy Halloween und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal-Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschü tschü.